Ja, so, okay. Heute geht es um den Einsatz von Wikis in der Schule. Vielleicht erstmal zur Begriffsklärung Wiki. Ja? Vielen ist die Wikipedia ein Begriff. Ja, Wikipedia, und oft wird Wikipedia fälschlicherweise identifiziert oder gleichgesetzt mit Wiki. Ja? Man redet über Wiki und die anderen Leute reden teilweise über Wikipedia und alle denken, sie reden über das Gleiche. Das ist nicht der Fall. Wikipedia ist ein Wiki. Aber es ist nicht das Wiki und Wikipedia ist nicht gleich Wiki, sondern es kann auch viele andere Wikis geben. Wiki ist nichts anderes erstmal als ein leeres System ohne Inhalt, in dem man gemeinsam kollaborativ Texte erstellen kann online. Wikipedia war am Anfang auch mal leer. Ja, da war auch am Anfang nichts drin. Und die Leute haben angefangen, dort gemeinsam Texte zu erstellen und letztlich jetzt, wir haben in Wikipedia eine Online-Enzyklopädie erstellt. Wikis kann man aber auch für viele andere Dinge nutzen. Ja, man kann ein Wiki aufsetzen und darin gemeinsam Texte erstellen, Inhalte erstellen. Das machen Schulen beispielsweise. Wenn man ein Schulwiki selbst aufsetzt, ja, dann hat man erstmal ein leeres Wiki und dann kann man mit Schülern anfangen, da gemeinsam Texte zu erstellen, Produkte zu erstellen, ja, gemeinsam einfach drin multimedialen, verlinkten Content erstellen, wenn man so will. Ja? Also in einem Wiki erstellt man kollaborativ einen Hypertext, der mit multimedialen Inhalten angereichert sein kann. So, ja, Wikipedia ist ein Wiki. Was viele Menschen nicht wissen, ist, dass jeder in Wikipedia ändern kann. Ja, also man sieht hier oben, man hat hier oben so einen Link. Da kann man draufklicken, da steht Seite bearbeiten. Wenn man da draufklickt, dann kommt man in einen Editor hinein. So. Und jetzt ist, wenn man da drauf schaut, denkt man, oh Gott, das ist aber kryptisch und so weiter, ich verstehe kein Wort. In diesem Editor schreibt man Text und zeichnet diesen Text aus mit bestimmten Formatierungs Angaben oder ganz allgemein gesprochen mit Auszeichnungselementen. Im Englischen sagt man auch Tags dazu. Ja? Also wer HTML-Seiten schon mal erstellt hat, das sieht teilweise so ähnlich aus, folgt hier aber einer anderen Syntax als HTML. Teilweise kann man aber auch HTML-Tags verwenden. Okay, also man muss den Text in irgendeiner Weise auszeichnen. Man muss wissen, welche Symbole verwende ich, um beispielsweise zu kennzeichnen, dass es sich um eine Überschrift handelt, dass es sich um einen fettgedruckten Textteil handelt und so weiter. Das muss man wissen. Ja, man kann es aber versuchen zurechtzufinden. Hier sieht man beispielsweise oben Datei Wilhelm von Humboldt.jpg. Das scheint sich wohl um ein Bild zu handeln. Das Bild, das hier rechts zu sehen ist, von Humboldt. Ja, und wenn man will, kann man das Bild auch ändern. Also angenommen, wir wollten jetzt das Bild ändern, dann kann man ein anderes Bild hochladen und hier verlinken. Und dann sieht die Seite in Wikipedia sofort so aus. Ja? So. Okay, bei Wikipedia ist es jetzt so, das wird natürlich sofort geändert. Ne? Da sind 100 Administratoren sofort zugange, löschen und sperren ein und dann werden Löschdiskussionen geführt und so weiter. Wikipedia ist relativ bürokratisch, was die Administratoren-Hierarchien und so anbelangt und die Rechte. Und es ist auch gut, dass da viele Menschen drauf aufpassen, weil Wikipedia ist ja mittlerweile eine Online-Quelle, in der ganz viele ihre Informationen beziehen und auch ja, auf eine gewisse Verlässlichkeit vertrauen. Und diese Verlässlichkeit wird natürlich auch dadurch hergestellt, dass es viele Leute gibt, die aufpassen, dass da kein Quatsch passiert. So. Deswegen würde ich Ihnen auch empfehlen, mit Schülern nicht in Wikipedia zu arbeiten. Wikipedia ist letztlich kein Spielplatz in Anführungszeichen für Schüler, weil gerade mittlerweile Wikipedia ja eine relativ hochfrequentierte Plattform für die Informationsbeschaffung ist. Man kann aber andere Dinge tun. Man kann beispielsweise ein Schulwiki aufsetzen und mit Schülern in einem Wiki arbeiten, das extra für die Klasse oder für die Schule eingerichtet wurde. Warum sollte man das tun? Beispielsweise, um gemeinsam Produkte zu erstellen. Ich habe hier mal ein anderes Beispiel genommen, ein Wiki der freien Schule Lernzeiträume. Das ist eine Schule hier in Dossenheim, an der ich Medienunterricht mache. Wir haben dann Wiki einrichten lassen bei der Zentrale für Unterrichtsmedien. Das ist ein Verein von Lehrerinnen und Lehrern für Lehrerinnen und Lehrer, die beispielsweise die Möglichkeit bieten, für Schulen, für Projekte solche Wikis einzurichten.
Das war am Anfang ein leeres Wiki. Und dann haben wir angefangen, hier mit Schülern zu arbeiten. Und zwar im ersten Projekt Facetten des Mittelalters. Mittelalter-Wiki-Projekt. Unsere Idee war, dass die Schülerinnen und Schüler dort Texte zum Mittelalter erzeugen. Und zwar haben Schülergruppen gemeinsam in einem Projekt sich mit unterschiedlichen Inhalten zum Mittelalter befasst. Also die einen haben hier das Thema Bauwerke genommen, die anderen Essen und Trinken, Mädchen und Frauen im Mittelalter, Folter, Liebe und Familie. Also für alles, was sich die Schüler interessiert haben, konnten sie ein Thema rausgreifen und das hier beschreiben in dem Wiki. Das heißt, sie mussten erstmal lesen, sie mussten Texte lesen über diese Mittelalter-Inhalte, die zusammenschreiben und dann hier online ihre Texte, ihre Präsentationstexte letztlich erstellen oder ihre Ergebnistexte. Warum macht man sowas? Ja, man hätte die Schüler auch Plakate erstellen lassen können oder Präsentationen halten. Präsentiert haben sie die Texte auch oder die Ergebnisse. Aber warum lässt man sie das in einem Wiki machen? Da gibt es verschiedene Gründe, die wir jetzt im Einzelnen mal ansprechen. Hier sehen wir beispielsweise einen Ergebnistext von Schülern, wie baut man eine Burg. Da wurden Texte geschrieben, da wurden Bilder eingefügt, die Quellen wurden angegeben, woraus die Texte oder die Informationen entnommen wurden. Ja. Hier sieht man eine Diskussion zu einer Seite Burgen, die Sie gerade gesehen haben. Jede Wiki-Seite hat ja neben der Seite, also neben den Inhalten, auch eine zusätzliche Diskussionsseite, in der man diskutieren kann. Die haben wir folgendermaßen genutzt. Der Geschichtslehrer Axel Ohnesorge hier, der hier als Axel Ohnesorge auftaucht, der Geschichtslehrer hat immer mal wieder in die Texte der Schüler geschaut, das wurde über einen längeren Zeitraum erstellt, immer wieder reingeschaut und hat Rückmeldung gegeben. Also beispielsweise hier, dritte Rückmeldung, hallo, ich finde es toll, dass ihr zwei Bilder auf eurer Wiki-Seite habt und sie selbst fotografiert habt. Außerdem hat mich die Tabelle beeindruckt, nur den unteren Teil Burgbau hat mich etwas irritiert und so weiter. Oder hier, vierte Rückmeldung, bitte schreibe eine Einleitung. In deiner Einleitung könntest du zum Beispiel schreiben, warum der Bau und so weiter und so weiter. Also der Lehrer hat die Möglichkeit, während des Erstellungsprozesses immer mal wieder zu schauen, wo sind gerade einzelne Schülergruppen, was haben sie schon gemacht und ihnen Feedback geben, was sie noch verbessern können. Also der Erstellungsprozess wird nachvollziehbar, unter anderem für den Lehrer, aber auch für andere Schüler. Also wir haben auch die anderen Schüler angeregt, immer wieder zu schauen, was die anderen jeweils machen und Feedback zu geben. Dann haben wir den Schülern auch gesagt, korrigiert Texte auf Rechtschreibung. Also Sie können sich vorstellen, was passiert, wenn Schüler Texte schreiben, jede Menge Rechtschreibfehler. Ja? Das passiert und das wollten wir auch nicht verhindern, sondern die Texte, die jetzt hier online erstellt wurden von Schülern, die wurden immer wieder von anderen Schülern gegengelesen und korrigiert. Jetzt kann man in dem Wiki Folgendes machen, jetzt kann man in dem Wiki Versionen vergleichen. Das heißt, man vergleicht zwei Versionen, die heutige Version und die von gestern beispielsweise, und dann wird automatisch angezeigt, was sich geändert hat. Hier sieht man beispielsweise, vorher war Schwierigkeit hier gestanden klein und nach der Korrektur groß. Oder hier Mittelalter, das war glaube ich ein L versehentlich als ein I und dann war Mittelalter mit einem I. Also hat ein Schüler die Rechtschreibfehler eines anderen Schülers korrigiert. Das ist halt so vorgenommen worden, dass man nicht einfach einen Text genommen hat und dann rangeschrieben, falsch und so, ja, sondern es wurde konstruktiv korrigiert. Das heißt, jemand hat sich den Text vorgenommen, hat einen Fehler gesehen, hat auf Bearbeiten geklickt, hat korrigiert, gespeichert und damit war der Fehler korrigiert. Für jemanden, der auf die Seite kommt, der sieht gar nicht mehr, dass da ein Fehler war, aber derjenige, der vorher an der Seite gearbeitet hat, kann sich die Versionen vergleichen und feststellen, was hatte ich falsch gemacht. Und so ist eine sehr schöne Übersicht über die bereits korrigierten Fehler. Man bekommt also mit dem Wiki eine Umgebung, in der man es Schülern ermöglichen kann, sich selbst und anderen, also sich gegenseitig zu helfen, gegenseitig zu korrigieren, gegenseitig Feedback zu geben, gemeinsam an einem Text zu schreiben. Natürlich ist auch der Vorteil, dass man, wenn man in einer Dreiergruppe arbeitet und gemeinsam an einem Text arbeitet, dass man hier immer die aktuellste Version hat und zu dritt parallel an einem Text arbeiten kann.
So, dann gibt es noch jede Menge weitere Möglichkeiten, was man tun kann in dem Wiki über Texterstellung hinaus. Eine Möglichkeit ist, man kann ein Quiz einbinden. Beispielsweise hier so ein Lückenquiz oder Multiple-Choice-Quiz, Kreuzworträtsel, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Und das Schöne bei dieser ZUM-Plattform ist, dass es da ganz viele multimediale Möglichkeiten bereits gibt. Die haben bereits viele Erweiterungen installiert und die kann man einfach nutzen. Ich werde Ihnen nachher auch ein paar Beispiele dazu zeigen. So, der Vorteil ist also, man kann solche multimedialen Elemente einbringen, wie beispielsweise Quizaufgaben. Jetzt sind Schüler hergegangen und haben zu Texten Quizaufgaben erstellt. Das heißt, sie schreiben nicht nur die Texte, sondern sie schreiben auch Quizaufgaben für diejenigen, die ihre Texte lesen, damit diejenigen, die die Texte gelesen haben, überprüfen können, ob sie verstanden haben, was da steht. Also die Schüler überlegen sich gleichzeitig kleine Prüfungen für ihren Text und vergegenwärtigen sich damit auch nochmal, was soll man eigentlich verstanden haben, wenn man den Text gelesen hat. Mittlerweile wird an der Schule das Wiki auch in anderen Szenarien verwendet, beispielsweise hier für Latein hat ein Lehrer angeregt, dass Schüler selbst Lateinrätsel erstellen. Hier beispielsweise so Schüttelwörter, ja, da sind die Buchstaben durcheinander geworfen, da muss man hier einfach dann das Wort in der richtigen, ja, mit den, muss man die Buchstaben ordnen, damit das richtige Wort bei rauskommt. So. Oder ein Kreuzworträtsel, bei dem man bestimmte Begriffe, lateinische Begriffe eintragen muss. Das kann man beispielsweise auch für Mathematik machen. Es gibt Lehrerinnen am Rigus-Montanus-Gymnasium in Haßfurt, die das in Mathematik einsetzen. Da erstellen Schüler beispielsweise Quizaufgaben in dem Wiki, Multiple-Choice-Aufgaben zum Bruchrechnen. Ja, Sie können sich jetzt vorstellen, Sie haben eine Aufgabe, 1/2 + 2/3. Und jetzt erstellen Sie als Schüler eine Aufgabe mit dem richtigen Ergebnis und 3 falschen. Und derjenige, der diese Quizaufgabe löst, muss eben die richtige ankreuzen. Was hat das für einen Sinn, dass Schüler solche Aufgaben erstellt? Naja, beim Bruchrechnen muss man sich nicht nur die Gedanken über die richtige Lösung machen, sondern, jetzt kommt's, auch die Gedanken über potenzielle falsche Lösungen. Also Lösungen, die andere für richtig halten können. Wenn ich 1/2 + 2/3 rechne, dann könnte ja eine potenzielle falsche Lösung, 1/2 + 2/3, könnte 3/5 lauten. Nämlich Zähler und Nenner separat addiert. Das könnte eine potenzielle falsche Lösung sein, die ich sinnvollerweise als falsche Lösung mit einbringe, damit auch die falschen Lösungen plausibel sind. Ja? Das ist natürlich sinnvoll, wenn Schüler sich über so etwas Gedanken machen. So, was hat es noch für Auswirkungen oder für Gründe, warum man ein Wiki einsetzen kann? Also einmal hatten wir gerade gehabt, gemeinsame Erstellung, Kollaboration von Texten und gegenseitiges Helfen. So. Ein anderer Grund könnte sein Produktrelevanz. Wenn ich einen Text schreibe, einen Bericht, eine Seminararbeit oder so, den nur mein Lehrer liest und sonst niemand, dann ist die Motivation nicht besonders hoch. Ja? Ich weiß, dass ich stecke da zwar Mühe rein, aber die Mühe lohnt sich letztlich nicht wirklich, weil ja, es liest halt einer, dann landet es im Papierkorb und so. Und vielleicht schaffe ich es auch mit Copy und Paste da Textteile unterzumogeln und mein Lehrer merkt nicht, dass ich hier Copy und Paste gemacht habe. Wenn ich allerdings online arbeite und die Wikis, in denen wir arbeiten, sind tatsächlich komplett online im Internet, ja, dann hat das, was ich erstelle, auch, da muss ich sorgfältig sein. Ja, ich muss habe eine gewisse Verantwortung für das, was ich da mache, denn nicht nur mein Lehrer liest das, sondern potenziell jeder Mensch in der Welt. Das heißt, das, was ich da mache, das muss korrekt sein und Copy und Paste wird eher gefunden, als wenn ich es nur meinem Lehrer ausgedruckt in die Hand drücke. Ja? Also dass das, was da passiert, dann als Copy und Paste, als Plagiat entlarvt wird, ist die Wahrscheinlichkeit größer, wenn es im Internet steht. Also Text Copy und Paste ist riskanter. Außerdem beteilige ich mich vielleicht an Projekten oder an Produkten, die auch eine Relevanz haben über den Unterricht hinaus. Beispielsweise hier in einem Stadtwiki. Es gibt Stadtwikis, weiß nicht, ob Sie das kennen. Es gibt ein Rhein-Neckar-Wiki, glaube ich. Das hier ist das Stadtwiki von Tübingen. Das sind lokale Wikis, ich sag mal so ähnlich wie Wikipedia, nur mit
vermehrt lokale Informationen, die in Wikipedia vielleicht übertrieben wären. Ja? Also Tübingen beispielsweise, woher kommen bestimmte Straßennamen, die Geschichte einer Kneipe in Tübingen oder so. Ja? Die Dinge haben in Wikipedia vielleicht nicht unbedingt was verloren, aber in diesem lokalen Stadtwiki für Tübingen. Jetzt kann man mit Schülern, wenn man im Unterricht die Gegend erkundet, ja, wenn man so Unterricht zu den lokalen Gegebenheiten macht, mit Schülern ja durch Tübingen laufen, bestimmte Dinge recherchieren, Informationen einholen und diese Informationen dann in das Stadtwiki einstellen. Was hat das für Folgen? Das, was ich mache, das landet nicht nur im Schreibtisch, sondern die Informationen oder meine Texte, meine Inhalte, die ich erstelle, die tragen bei zu einem Community-Projekt. Das wird auch längere Zeit wahrscheinlich dort vorhanden sein und andere können auch auf diese Inhalte zugreifen. Das heißt, das, was ich mache, hat Bedeutung. Und das hat natürlich einen motivationale Auswirkungen. Hinweis, wenn Sie mit Schülern mal in einem Wiki arbeiten, dann sollten Sie, wenn das nicht Ihr eigenes Wiki ist, nicht Ihr Schulwiki, sondern beispielsweise ein Stadtwiki, vorher mit den Administratoren Kontakt aufnehmen. Damit die Bescheid wissen, am Dienstagmorgen um 10 Uhr, jetzt für mehrere Wochen, arbeiten Schüler in dem Wiki. Erstens wundern Sie sich nicht über einen vermehrten Bearbeitungstraffic, der da entsteht auf dem Wiki. Ja? Und Sie wissen, es sind Schüler. Das heißt, vielleicht sind Sie dann auch mal ein bisschen gnädiger mit Inhalten oder Fehlern, die da drin stehen, weil das natürlich auch zum Prozess gehört, dass da Fehler drin sind und drin bleiben und von anderen entdeckt werden und korrigiert werden. Ja? Da sollte man als Administrator nicht zu harsch drüber gehen, wenn Schüler hier arbeiten. Wenn ein Schüler was erstellt und 5 Minuten später ist es weg, könnte das demotivierend wirken. Also die Administratoren vorher informieren. Und in der Regel sind die auch sehr dankbar, gerade bei so Community-Projekten, wenn Schüler da drin arbeiten. Da sind ja dankbar für jede Mithilfe. Ja, Rhein-Neckar-Wiki gibt es als Alternative. Es gibt hier das Stadt-Wiki, Karlsruhe, wenn man mal die lokalen Wikis in den Blick nimmt. Da kann man drin arbeiten mit Schülern. Was ist das? Pforzheim-Enz. Ja, das sind so die 3 Lokalen, die ich gefunden habe. Über Tübingen hinaus. Gut. Öffentlichkeit ist natürlich auch eine Motivation. Als wir mit den Schülern in dem Wiki gearbeitet haben zum Geschichtsprojekt, gab es Schüler, die haben jeden Tag nachgeschaut, wie viele haben denn schon meine Seite abgerufen. Ja? Oh, schon 2000 Leute haben meine Seite aufgerufen. Gut, es gab auch den einen oder anderen Schüler, der klickenderweise immer vom Rechner saß, um seinen Zähler zu inkrementieren. Aber naja, das war eher die Seltenheit. Ne? So. Außerdem gibt es einen weiteren Grund, warum man als Lehrer und als Lehrerin Wikis einsetzen kann. Man kann ja nicht nur Schüler darin arbeiten lassen, sondern man kann auch selbst seine Materialien darin sammeln. Gerade hier die Lehrerinnen vom Regio Montanus Gymnasium, die nutzen das als Austauschplattform für ihre eigenen Inhalte. Ja? Sie basteln einen Text, einen Lernpfad, ein Quiz, das steht dann einfach in dem Wiki und die anderen Lehrerinnen, die auch in dem Wiki arbeiten, können es einfach nehmen, kopieren und adaptieren im nächsten Jahr für ihre eigene Klasse oder so. Ja, kann man sich orientieren, was machen die anderen. Und die Inhalte stehen natürlich auch nicht nur den eigenen Kollegen an der eigenen Schule zur Verfügung, sondern wenn das Wiki öffentlich im Internet steht, hat da jeder drauf Zugriff. So. Das heißt, man kann auch anderen Lehrerinnen und Lehrern Inhalte zur Verfügung stellen, deutschlandweit oder weltweit. Im Sinne von Open Educational Resources. Also, dass man offene Bildungsmedien erstellt, die man anderen zur Verfügung stellt, die verwendet werden können. Und dann ist man natürlich sofort in der Lizenzdiskussion drin. Ne? Unter welche Lizenz stelle ich meine Medien? Welche Lizenzen gibt es denn? Was darf ich denn alles verwenden? Also, auch als Lehrerin, als Lehrer muss man letztlich an dieser Stelle fit sein im Umgang mit Lizenzen. Auch natürlich und insbesondere dann, wenn Schüler in einem solchen Wiki arbeiten. Also, wenn ich mit Schülern in einem Wiki im öffentlichen Raum arbeite, muss ich mich als Lehrer und als Lehrer extrem gut auskennen, was darf man und was darf man nicht. Vom Urheberrecht aus und von den Persönlichkeitsrechten aus. Also, dass ein Schüler ein Foto eines anderen Schülers macht und online ins Wiki stellt, wäre ein No-Go. Ja? Das heißt, man muss mit Schülern vorher drüber reden, was darf man eigentlich in einem solchen Wiki, was darf man nicht. Und da muss man sich natürlich selbst auch extrem gut auskennen. So, jetzt, wie kann man didaktisch vorgehen? Ich habe Folgendes mal ausprobiert, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ich habe ein Tafel-Wiki eingesetzt. Am Anfang ist es immer ganz gut, wenn man Verfahren anschaulich darstellen kann und verständlich machen kann, jetzt außerhalb des Computers.
Ja, wenn man Methoden und Varianten findet, mit denen man hier letztlich in der analogen Welt arbeiten kann. Ich habe mir ein Spiel ausgedacht, und zwar habe ich so einen großen Schaumstoffwürfel genommen, 1 bis 6. Und jeder Schüler sollte sich erstmal einen Satz über Piraten aufschreiben. Hat jeder so einen Satz vor sich gehabt über Piraten, und dann gab es bestimmte Regeln, nämlich einer kommt nach vorne, wirft den Würfel. Wenn er eine 1, 2 oder 3 würfelt, darf er einen Satz an die Tafel schreiben. Wenn er eine 4 würfelt, darf er etwas, was an der Tafel steht, wegwischen. Bei einer 5 darf er etwas Richtiges falsch machen, und bei einer 6 darf er etwas Falsches Richtiges machen, richtig machen. Ja? Das könnt ihr euch vorstellen, ein Schüler kommt nach vorne, würfelt eine 1, schreibt seinen Satz an die Tafel. Dann kommt ein Schüler nach vorne, würfelt die 5, geht nach vorne, wischt was weg und schreibt was Falsches hin. Ja? Und wenn man diesen Prozess ein paar Mal gemacht hat, entsteht ein Text an der Tafel. Beispielsweise dieser hier: Piraten sind Räuber, Piraten haben keine Zähne, Piraten haben einen Elefant auf der Schulter, Piraten haben keine, da fehlt was, Piraten sind Ungeheuer. Okay, so. Das habe ich in der 5. Klasse mal gemacht. Das heißt, da entsteht auf einmal ein Text, und es wird klar, es ist ein Text, der gemeinschaftlich entstanden ist. Mehrere Personen haben sich daran beteiligt. Und es kann auch passieren, dass jemand da was tut, was die Information verfälscht. Also so kann man schon mal eine Bewusstheit schaffen dafür, dass, wenn mehrere Personen an einem Text schreiben, dass in diesem Text auch Fehler drin sein können. Ne? Muss nicht alles korrekt sein, was da drin steht. So, bevor man jetzt mit Schülern in einem Wiki arbeitet, insbesondere dann, wenn es öffentlich steht. Nebenbemerkung, man kann natürlich auch ein Wiki nehmen, das nicht komplett öffentlich im Internet steht, sondern erstmal nur lesbar ist für Schüler, die dafür registriert sind. Ja? Da verliert man natürlich die Motivation der Öffentlichkeit. Das muss man wissen. Also in einem Wiki zu schreiben, in dem man nur innerhalb der Klasse lesen kann, ist die Motivation nicht ganz so groß, als wenn ich was mache, was gleich weltöffentlich einsehbar ist. So, das bedeutet aber, man muss mit Schülern Regeln absprechen. Was haben wir gemacht? Wir haben mit den Schülern eine Abmachung getroffen am Anfang. Also, erste Stunde trifft es mit den Schülern, setzt sich zusammen und legt erstmal Regeln fest. Wir haben so eine Wiki-Abmachung ausgeteilt, und da steht Folgendes drauf. Ich verspreche, mich im Wiki zu benehmen, ich werde dort niemanden beschimpfen oder ärgern, ich behandle alle Teilnehmer im Wiki respektvoll. Also es geht um Netiquette letztlich, ja, weil man in einer Umgebung arbeitet, in der man mit Menschen gemeinsam arbeitet. Und an der Stelle kann man natürlich mit Schülern gleich diskutieren, warum sollte man da das machen, warum sollte man diese Regel einhalten. Naja, man kann mit Schülern rausarbeiten, okay, es geht darum, da reden Menschen miteinander, obwohl sie sich vielleicht nicht direkt sehen und nicht am selben Ort sind, stecken trotzdem Menschen jeweils dahinter, mit denen man eben respektvoll umgehen sollte. Genauso wie wenn man mit denen sich in einem Raum befindet. Man darf im Wiki keine persönlichen Daten veröffentlichen. Ich darf dort nicht meinen echten Namen verwenden oder meine persönliche Telefonnummer oder gar meine Adresse veröffentlichen. Ich arbeite immer unter meinem Nickname. Das ist ganz wichtig, erstmal aus datenschutzrechtlichen Gründen. Sie dürfen mit Schülern nicht einfach im öffentlichen Raum arbeiten und Schüler verwenden ihren realen Namen. Das ist datenschutzrechtlich kritisch. So. Sondern wenn Sie sowas machen, dann sollten Schüler in ihrem Nickname agieren, der natürlich einigermaßen auch, wie soll ich sagen, sollte vertretbar sein nach außen. Das ist ein Schulwiki, ja. Also passen Sie, haben Sie auch ein Auge drauf, welchen Nickname Ihre Schüler wählen. Da passiert auch alles. Okay. Ja, und natürlich, um die Schüler zu schützen. Ja, und gleichzeitig mit den Schülern zu sprechen darüber, welche Informationen sollte man eigentlich über sich ins Internet stellen. Ja? Sollte ich meine Telefonnummer ins Internet stellen? Was kann alles passieren, wenn man das macht? Das heißt, Sie haben, wenn Sie mit Schülern im Wiki arbeiten, eine Situation, in der Sie alle Gefahren, Risiken und Probleme, die das Internet so mit sich bringt, ansprechen können. Aber gleichzeitig haben Sie eine Situation, in der Sie mit Schülern auch produktiv arbeiten. Das heißt, Sie können mit den Schülern gemeinsam erarbeiten, dass man, oder gemeinsam erleben, dass man eine solche Plattform auch nehmen kann für den produktiven Einsatz. Das heißt, da kann man gemeinschaftlich auch was zusammenbringen, was erstellen. Man kann ein Produkt erstellen. Oft werden diese Gefahren immer für sich alleine genommen, nach dem Motto, im Internet ist vieles böse. Ist natürlich nicht so. Technologien sind nie böse, sondern nur die Verwendung ist kritisch. Ja, man kann Technologien auf eine positive und auf eine negative Art verwenden.
Was man nicht machen sollte, ist nur die negativen Aspekte rausstellen. Sie haben natürlich auch positive Aspekte. Ja? Insofern hat man da ein schönes Szenario, wo man auf der einen Seite die positiven Aspekte hat, man kann gemeinschaftlich Produkte erstellen, man kann sich gegenseitig helfen, man kann etwas erstellen, was der Gemeinschaft nutzt. Auf der anderen Seite hat man aber auch einen Kontext, in dem man, ich sag mal, praktisch beiläufig diese Dinge ansprechen kann und kritisieren kann. So. Dann, man darf Texte nicht einfach per Copy and Paste von anderen Webseiten nehmen, sondern man formuliert seine eigenen Texte. Nebenbei bemerkt, sind Wikis eine tolle Umgebung, in der man auch deutlich machen kann, dass Copy and Paste manchmal auch erlaubt ist. Nämlich, man kommt auf eine Seite und sagt, oh, die ist aber schön formatiert. Das haben Sie vorhin gesehen, wenn Sie in den Editor reingehen, sieht manchmal kryptisch aus. Sie dürfen das im Wiki auch nehmen und diesen Code nehmen und kopieren und dann inhaltlich ändern. Die Struktur dürfen Sie natürlich nehmen. Schöne Formatierung und so. Ne? Das steht ja alles auch unter bestimmten Lizenzen, wenn jemand das in den Editor reingestellt hat. Das dürfen Sie verwenden und kopieren. Das heißt, auch das, was man machen würde, wenn man programmiert, Code nehmen, kopieren und anpassen, das darf man hier auch. Also da ist Copy und Paste erlaubt, aber nicht bei Inhalten natürlich. Und beim Einstellen von Bildern das Urheberrecht beachten. Das muss man auch. Wir haben nicht nur das gemacht, sondern wir haben auch selbst etwas versprochen. Nämlich wir haben versprochen als Betreuer, als Lehrer, dass wir helfen, unterstützen, Tipps geben, wenn Fragen da sind und so weiter. Gleich in der ersten Woche wurde die Abmachung gebrochen von Schülern. Und zwar hat ein Schüler bei einer Benutzerseite eines anderen Schülers geschrieben, du Depp oder so. Ich glaube, es war ein bisschen schlimmer, aber spielt keine Rolle. Ja? Okay. Was haben wir gemacht? In der nächsten Woche gleich Klassenkonferenz und das zum Thema gemacht. Erstens haben die Schüler dadurch gemerkt, nichts bleibt unentdeckt. Natürlich müssen sie als Lehrerinnen und Lehrer, wenn sie im Wiki arbeiten, alles beobachten. Insbesondere, wenn sie im Internet arbeiten. Sie müssen permanent präsent sein. Da gibt es Methoden, auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Per RSS-Feed beispielsweise kann man sich immer wieder die aktuellen Änderungen reinholen und sieht, was ist da gerade passiert. Insofern kriegt man alles mit. Man ist natürlich verpflichtet, alles mitzukriegen, klar. Ja? So, das kriegt man also mit. Die Schüler merken, aha, man kriegt es mit. Ja? Also es ist jetzt nicht irgendwie geheim, auf einer Benutzerseite, keiner hat es gesehen. Nein, der Lehrer hat es mitgekriegt, Mist. Ja? Und seitdem ist nie wieder was passiert. Wir haben dann nochmal gesagt, okay, wir hatten was abgemacht, warum haben wir das abgemacht, warum habt ihr das trotzdem gemacht und so weiter. Und seitdem ist nie wieder was passiert. Sie merken also, es ist eine ganz gute Umgebung, um mit Schülern das vernünftige Arbeiten im Internet zu behandeln, zu lernen und zu diskutieren. So, ein paar Praxistipps, wichtig, Eltern mit ins Boot holen, wenn man sowas macht. Dann sinnvoll 10 Minuten gegenseitiges Korrigieren am Ende der Stunde. Sie haben 45 Minuten, idealerweise haben Sie eine Doppelstunde, klar, 90 Minuten. Sagen wir mal, Sie haben eine Doppelstunde, 90 Minuten, 80 Minuten arbeiten Schüler am Text, die letzten 10 Minuten aufhören, am eigenen Text zu arbeiten, in einen Text eines anderen Schülers reingehen und korrigieren. So sichern Sie die Qualität und Schüler lernen, sich gegenseitig zu korrigieren. Sehr witzig war, ein Schüler hat Folgendes gemacht, hat den Text aus dem Wiki rauskopiert, in Word rein, dort die Rechtschreibkorrektur verwendet und dann wieder zurückkopiert. Super, oder? Könnte man meinen, das ist aber nicht ganz zulässig, du sollst das selbst korrigieren, aber nö. Er nutzt die Technologien, die ihm zur Verfügung stehen, in einer sinnvollen und gewitzten Weise. Okay. Ja, und überwachen mit RSS-Feeds hatte ich schon genannt. Okay, was kann man im Unterricht mit Wikis machen? Man kann Stundenprotokolle anfertigen lassen. Das wird auch gerne in der Oberstufe gemacht, dass man sagt, man hat jetzt einen Leistungskurs in irgendwas, ja, und immer übernimmt einer die Rolle und macht ein Protokoll der Stunde und es wird eingestellt. So, dann hat man am Ende des Schuljahres oder zur Klausurvorbereitung und so, hat man die ganzen Stundenprotokolle online. Da kann man als Lehrer auch nochmal drüber gehen, korrigieren. Andere Schüler können drüber gehen, korrigieren, ergänzen und so weiter, weil jeder kann ja ändern. Das hat gewisse Vorteile. Schreibprojekte, also Schüler schreiben einen Text, tauschen den beispielsweise auch mit Schülern einer anderen Schule aus. Man kann Kooperationen über Schulen hinweg machen, ja? Dass Schulklassen gemeinsam Texte schreiben. Vielleicht auch noch idealerweise Schüler einer Schule in einem anderen Land. Ich sage jetzt mal Australien. Ja? Lassen Sie Schüler Texte mit einer Schule im Ausland erstellen und dann lernen die gleichzeitig Fremdsprachen zu verwenden. Ne? Also ich muss ja Englisch schreiben, damit die australischen Schüler mich verstehen. Habe ich ja unten stehen, Austausch- und Fremdsprachenunterricht. Und sie haben gleich interkulturelle Aspekte bei sowas mit dabei. Ja?
Ostern in Ungarn, Ostern in Tschechien, Ostern in Deutschland. Wie sieht unser Osterfest aus? So, Foto machen, hochladen, Texte schreiben, austauschen, kommentieren, diskutieren. All das ist möglich in dem Wiki. Man kann Projekte dokumentieren, wie beispielsweise das virtuelle Mittelalterprojekt, was ich Ihnen gezeigt habe. Dann virtuelles Herbarium, Biologieunterricht. Man geht raus mit Smartphones, mit Fotokameras, fotografiert Pflanzen, die man analysieren will, bestimmen will, Bestimmungsübungen. Ja, man geht raus, Bäume und so weiter, fotografiert die, bestimmt die und lädt die anschließend ins Wiki hoch mit dem Foto und den entsprechenden Merkmalen dieser Pflanze und hat dann am Ende ein virtuelles Herbarium. Kann man auch mit Tieren machen. Webquests, genau. Webquests ist eine Form, damit werden wir uns auch noch befassen. Ein Format, in dem man Internetrecherche methodisch vorstrukturiert. Auch das kann man mit Wikis machen. Ja, welche informationstechnischen Inhalte lassen sich anbinden, wenn man mit Wikis arbeitet? Also einmal webbasierte Kooperation, klar. Dann Dokumentbeschreibungssprachen, Syntax. Wenn du hier eine eckige Klammer aufmachst, dann musst du auch an einer bestimmten Stelle eine eckige Klammer zumachen, damit das Ganze als Link akzeptiert wird und genau der Teil als Link akzeptiert wird, den du als Link vorsiehst. Ja? Oder wenn du eine Überschrift der dritten Ebene haben willst, dann brauchst du 3 Gleichheitszeichen vor dem Text und 3 Gleichheitszeichen nach dem Text. Das sind alles Regeln, die man kennen muss und so lernt man, solche Regeln zu verwenden und sauber zu verwenden. Und wenn man die nicht beachtet, dann macht der Computer eben genau das, was man gemacht hat und interpretiert das so, wie man es nicht gemeint hat. Ja? Und daran sieht man und lernt man, was man besser machen muss. Dann Erstellung und Einbindung von Bildern, Videos, also Erstellung multimedialer Inhalte. Außerdem hat man automatisch eine Versionierung, man hat unterschiedliche Textversionen, die man auch im Nachhinein noch einsehen kann. Das heißt, man kann nichts kaputt machen. Nichts ist kaputtbar. Ja? Alle Texte, die früher jemand erstellt hatte, kann man nochmal einsehen auch, und man kann sehen, was seitdem geändert wurde. Man muss nur immer speichern. Das ist ganz wichtig, man muss den Schülern sagen, immer wieder zwischenspeichern, also keine Texte schreiben und dann die Seite verlassen oder so. Das ist schlecht, denn dann ist der Text mitunter weg. Urheberrecht und Lizenzen, die Qualität von Informationen, Punkt, Punkt, Punkt. Da lassen sich bestimmt noch viele andere Inhalte finden. So, vielleicht noch kurz theoretische Hintergründe. Gerade diese webbasierte Kooperation, falls Sie mal tiefer einsteigen wollen in die lerntheoretischen Hintergründe, da gibt es ganz unterschiedliche Aspekte oder ganz unterschiedliche Theorien. Verteilte Kognition beispielsweise, also das Denken nicht nur in einer Person stattfindet, sondern in der Gruppe oder verteilt auf verschiedene Elemente in einem System. Und in diesem System müssen nicht nur Menschen drin sein, sondern können auch Technologien drin sein. Das heißt, Menschen und Technologien gemeinsam denken als System. Ja, verteilte Kognition. Konnektivismus ist ein neuerer Begriff, der jetzt gerade in Web 2.0 entstanden ist, auch im Zuge mit Twitter, Facebook und so weiter, dass man innerhalb eines Systems, das in irgendeiner Weise so arrangiert ist wie ein Gehirn, ja, oder wie ein Neuronenverbund gemeinsam arbeitet und innerhalb dieses Systems dann Wissen emergiert. Wenn man es allgemein formulieren würde, Klasse als Gehirn- und Neuronenmetapher von Jean-Paul Mateur ist ein ähnliches theoretisches Konzept. Ja, situiertes Lernen, dass man in Situationen selbst lernt und die Situation als Kontext nutzt, beispielsweise bei dem virtuellen Herbarium oder bei dem Stadtwiki. Ja? Projektorientiertes Lernen kann man damit umsetzen. Öffnung von Unterricht, wenn ich in Wiki arbeite, dann arbeite ich im öffentlichen Raum, wenn es im Internet steht, und Personen von außen können daran teilnehmen. Ich öffne also Unterricht über diese virtuelle Plattform, ja, und so weiter und so weiter. Und ein Begriff, der gerade mit diesen Wiki-Plattformen auch häufiger in Verbindung gebracht wird, oder Web 2.0, ist Sharism. Von Share, teilen. Ja? Was nämlich stark in den Vordergrund gestellt wird, ist, behalte deine Ergebnisse nicht für dich, sondern teile sie mit anderen, indem du sie online stellst. Und du profitierst ja auch ganz viel davon, dass andere ihre Inhalte online stellen. Wenn du ins Internet gehst und nach Informationen suchst, findest du die, weil andere ihre Inhalte online gestellt haben. Das heißt, wir alle können voneinander profitieren, wenn jeder seine Ergebnisse auch online anderen zur Verfügung stellt. Je mehr man gibt, umso mehr erhält man. Sharism.
Also dass jetzt im Web 2.0 eigentlich das Teilen als soziale Kompetenz so stark in den Vordergrund gerückt wird, ist eigentlich ein Aspekt, der mir sehr gut gefällt. Und auch das kann man im Unterricht deutlich machen dadurch. Ja, Open Education Resources habe ich vorhin schon erwähnt. Und die Lizenzen, die damit immer stark in Verbindung stehen, sind die Creative Commons Lizenzen. Die schauen wir uns im Laufe der Veranstaltung auch mal näher an. So, ja, und wie lernt man jetzt als Lehrer und als Lehrerin ein Wiki zu verwenden? Also wenn man Wiki im Unterricht einsetzt, würde ich wärmstens empfehlen, vorher selbst umfangreiche Erfahrungen mit dem Wiki gemacht zu haben. Weil, wenn Schüler im Wiki arbeiten, passieren natürlich alle möglichen Fehler und Syntaxfehler und Probleme tauchen auf und Fragen. Und da sollte man sich schon ein bisschen auskennen, damit man da auch helfen kann. Ein Wiki, mit dem man das lernen kann, ist das ZUM-Wiki. Ich habe Ihnen vorhin gesagt, dieses Schul-Wiki haben wir bei der ZUM angelegt. Die ZUM ist ein Verein, die mehrere Wikis betreut. Und eines davon ist das erste Wiki, das Sie hatten, ist das ZUM-Wiki. Das ZUM-Wiki ist ein Wiki, wo Lehrerinnen und Lehrer untereinander Unterrichtsideen austauschen. Und in diesem Wiki werden wir auch arbeiten im Rahmen dieser Veranstaltung. Da können Sie sich einen Account anlegen nachher und die ersten Schritte tun. Und wir werden hier Seiten erstellen, bei denen Leute, die an bestimmten Inhalten interessiert sind, sich selbst informieren können, und zwar zu Inhalten der ITG, ja, zu informationstechnischen Inhalten. Also Sie werden jetzt sich im Laufe des Semesters für eine Einheit entscheiden, die Sie selbst erstellen, beispielsweise Einheit, wie funktioniert das Internet. Das wurde jetzt gerade erstellt, also die vielleicht nicht, aber ich sage jetzt mal gerade welche, für die sich Studierende vom letzten Semester entschieden haben. Wie funktioniert das Internet? Wie verwende ich Formatvorlagen in Word? Welche Lizenzen gibt es? Welche urheberrechtlichen Dinge sollte man beachten? Und so weiter und so weiter. Kann man hier Inhalte erstellen, und Sie entscheiden sich im Laufe des Semesters für einen Inhalt, der Sie ganz besonders interessiert, und erstellen dies im Wiki. Mit dem Ziel, dass Sie etwas zu dieser Community beitragen, okay, und nichts erstellen, was irgendwie für die Tonne ist, sondern was andere weiterverwenden können. Wir erstellen sozusagen nicht unsere Mittelalterbibliothek und kein virtuelles Herbarium, sondern wir erstellen gemeinsam über Semester hinweg eine Bibliothek zur ITG. So, Sie hatten eine Frage. Sollte man eher zum Beispiel zum Wiki, also die Wikis in der Art benutzen? Weil ich habe zum Beispiel auch eins gefunden, habe mich auch angemeldet, um mal zu gucken, wie das funktioniert. Da braucht man also dieses Know-how, das wird noch mehr runtergebracht. Ja. Also ich kann F drücken für Fett, K für Kursiv. Ja. Aber ich habe natürlich keine Diskussionsplattform, ja. Aber es ist noch einfacher als das. Ja. Es gibt, genau, also die Frage war, ob man dieses zum Wiki nehmen soll oder letztlich die Software, die dem zugrunde liegt, ist die Media-Wiki-Software, die auch bei Wikipedia und so weiter verwendet wird. Also wenn Sie hier arbeiten, können Sie auch, wissen Sie auch, wie Sie in Wikipedia arbeiten. Die gleiche zugrunde liegende Software. Oder sollte ich ein anderes Wiki nehmen? Es gibt zum Beispiel Wikispaces, das wird häufig genutzt im Unterricht, wahrscheinlich meinten Sie das, genau. Das kann man natürlich machen. Es hängt davon ab, wie umfangreich will ich es einsetzen. Will ich es mal im Unterricht einsetzen? Dann würde wahrscheinlich eine solche einfache Plattform genügen. Wenn ich mich aber entscheide, das Wiki zu einer zentralen Austauschplattform meiner Schule zu machen, und Schüler sollen über Jahre hinweg dort in unterschiedlichen Unterrichtskontexten die Inhalte einstellen, dann würde ich eher davon abraten, sondern dann würde ich eher zu einem solchen Wiki hier raten, weil man da mehr Möglichkeiten hat, insbesondere auch multimediale Inhalte einzustellen, und weil man ein längerfristiges Projekt erstellt, es besser auch auf eine umfangreichere, solidere Basis stellt.